programmiert dort auch ganz viel auch mit funktionaler Programmierung. Das Checkpad, ein iPad für medizinische Anwendungen. Ganz immer so eine Sache, aber hier geht es jetzt um funktionale Programmierung mit Swift, der neuen Sprache von Apple für macOS und iOS. iOS, genau. Also, freue mich schon drauf. Ja, danke. Jetzt mal kurz. So, jetzt passt. Gut, ja, willkommen zum letzten Talk. So ein bisschen der Rauschmeißer hier. Mein Claim ist, oder meine Message, die ich überbringen will, ist funktionale Programmierung mit Mainstream. Ich habe hier mal so geschaut, was es für verschiedene Programmiersprachen, Features gibt und wie sich hier so die Verteilung über die Zeit darstellt. Ich habe immer Closures, also sprich Lambda-Ausdrücke, Funktionen herausgepickt, Generics, also die Abstraktion über Typen, und Optionals, damit meine ich, dass man nicht so wie in Java oder C-Sharp einen Null hat, was die Abwesenheit eines Wertes repräsentiert, sondern dass man das wie in Haskell oder ML explizit macht durch, in Haskell heißt der Typ zum Beispiel Maybe, dass man eben sagt, explizit hier ist nichts da. Und als funktionale Sprache habe ich mal Haskell ausgesucht. Man kann aber auch, glaube ich, standard getypte funktionale Sprache nehmen. Diese Features sind in Haskell eigentlich schon seit Anfang an dabei. In den objektorientierten Sprachen, so C-Sharp, in Java sind sie in C-Sharp deutlich früher auch auf die Idee gekommen, dass Closures und Generics, dass Closures eine gute Idee sind. In Java hat es ziemlich lang gedauert. Genauso wie die Generics, die kamen dann irgendwann später zu den objektorientierten Sprachen dazu. Und bei diesen Optionals, die hat es bisher nicht so wirklich nach C-Sharp oder nach Java geschafft. Aber Swift, das ist das Orange, das ist das unterste. In Swift ist die neue Sprache von Apple, die ist jetzt seit glaube ich vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal vorgestellt. Da sind Closures, Generics und auch diese Optionals von Anfang an dabei. Also anscheinend haben die bei Apple sich gedacht, was diese funktionalen Leute da machen, ist doch irgendwie ganz sinnvoll. Was ist jetzt Swift? Also Swift ist eine neue Programmiersprache, die von Apple vor zwei Jahren vorgestellt wurde. Damals noch im, ich würde sagen, nicht wirklich produktiv benutzbaren Alpha-Zustand. Inzwischen sind wir eigentlich so weit, dass alles viel besser geworden ist und man Swift langsam aber sicher auch produktiv einsetzen kann. Also bis vor kurzem gab es da auch noch regelmäßig irgendwelche Compiler-Probleme. Aber jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, so weit, dass man es tatsächlich auch Production-Ready nennen kann. Bei der Präsentation von Swift, ich glaube, das war sogar bei der Apple-Präsentation, haben sie, wie gesagt, also Swift, das ist Objective-C, das ist die alte Sprache oder die bisherige Sprache, mit der die ganzen Apple-Produkte programmiert sind. Swift sei Objective-C without the C. Ich glaube, das war eher so ein Marketing-Slogan, um die ganzen Objective-C-Hacker nicht allzu sehr zu verunsichern. Ich weiß nicht, was die Leute gesagt haben, wenn sie gesagt haben, das ist so ein bisschen Objective-C, aber vor allem über das Functional Programming. Ich denke, das ist eine wesentlich bessere, ich sage nicht, dass es die absolut richtige Charakteristik von Swift ist, aber sie ist auf jeden Fall deutlich richtiger als zu sagen, es sei Objective-C without the C. Das stimmt meiner Meinung nach eigentlich. Naja, gut. Also, Swift hat sehr viele Elemente der funktionalen Programmierung. Da sollte man sich vielleicht als erstes mal angucken, was macht denn überhaupt so funktionale Programmierung aus. Es ist so eine ganze Wolke. Ich habe mal aufgeschrieben, was es vor der Zeit von Swift in der Apple-Welt schon gab. Naja, in Objective-C gab es auch diese Closures, die gibt es seit 2010, glaube ich. Und in Objective-C gibt es auch automatische Speicherverwaltung über Reference-Counting. Aber die ganzen anderen Sachen, die gab es in Objective-C noch nicht. Und wenn man sich jetzt die nächste Folie anschaut, da sind die Sachen jetzt rot, die man so aus der funktionalen Welt kennt und die durch Swift jetzt dazugekommen sind. Ja, wir haben in Swift Generics, wir haben in Swift eine interaktive Programmierumgebung, so eine Art Interpreter, wie man sie von den funktionalen Sprachen kennt. Wir haben Pattern Matching, wie man es aus funktionalen Sprachen kennt.
wir haben statische Typen, wir haben zu einem gewissen Grad auch eine Typinferenz. Man muss zwar mehr Typen hinschreiben als zum Beispiel in Haskell, aber viele Sachen werden auch inferiert. Und da möchte ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wir haben in Swift auch eine relativ gute Unterstützung zum Arbeiten mit unveränderbaren Werten, also eine gute Unterstützung für Immutability. Und das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen, die man von den funktionalen Sprachen lernen kann. Immutability macht viele, viele Sachen einfach. Ja, soll ich mich mit funktionaler Programmierung beschäftigen? Ich glaube, die Frage muss man mit Ja beantworten, beziehungsweise wenn man es nicht tun will, muss man sich, glaube ich, fragen, ob man sich das leisten kann, weil das ist mein Claim. Funktionale Programmierung wird auf jeden Fall Mainstream, in immer mehr Sprachen kommen die entsprechenden Features vor. Und jetzt können wir mal gucken, wer benutzt denn überhaupt schon funktionale Sprachen? Da sind große Firmen dabei, Twitter, Facebook, Microsoft, F-Sharp gibt es zwar mit Visual Studio in der Unterstützung, Apple jetzt mit Swift. Also da sind nicht nur die kleinen Firmen, die irgendwie auf funktionale Sprachen setzen, sondern auch die großen. Gut, ich möchte auf jeden einen Aspekt, Immutability, eingehen und vielleicht noch mal ein bisschen an einer Grafik demonstrieren, warum Immutability eine gute Idee ist. Wenn man so ein Programm schreibt, ja, dann hat man sein Programm und dann, wenn man das Programm laufen lässt, durchläuft es viele, viele verschiedene Zustände. Manche Zustände, also das sind jetzt die blauen, sind alle möglichen Zustände, die so ein Programm durchlaufen kann. Davon sind viele Zustände gut, aber viele Zustände, das sind die roten da, da möchte man irgendwie nicht, dass das Programm reinläuft, weil dann stürzt ab oder gibt irgendwie falsche Daten aus oder macht irgendwie andere blöden Dinge. Und was man beim Entwickeln ja versucht, ist, man versucht diese Fehlerzustände, man versucht so hinzubringen, dass wenn das Programm läuft, diese Fehlerzustände nicht erreicht werden. Man macht da häufig, was man häufig macht, wenn man vernünftiger Softwareentwickler ist, dann schreibt man Tests. Aber mit den Tests kann man nie alle Zustände irgendwie abdecken, deswegen kriegt man von den möglichen Zuständen, naja, man testet einige der guten Zustände, man testet sicherlich auch einige der schlechten, aber man wird immer irgendwelche übrig lassen. Da kein Programmierer gerne Tests schreibt, ist ein ganz einfacher Trick, um mit sogar eigentlich noch weniger Testfällen eine bessere Testabdeckung zu erzielen, ist die Anzahl der möglichen Zustände zu reduzieren. Und mit Immutability schafft man das, man hat einfach nicht mehr so viele Programmzustände, man kann nicht mehr in so viele Fehlerzustände hoffentlich dann auch reinlaufen und man sieht irgendwie, die Anzahl der getesteten Zustände ist kleiner, aber man hat trotzdem eine wesentlich bessere Abdeckung. Das ist so ein bisschen nochmal eine Motivation auf einer relativ hohen Ebene, warum Immutability denn sinnvoll ist und gut ist, wofür es überhaupt was taugt. Die Apple-Leute haben es offensichtlich auch gesehen, es gibt von der WWDC, das ist die Apple-Entwicklerkonferenz, die einmal im Jahr in San Francisco stattfindet, gibt es 2014 und 2015 zwei wirklich schöne Vorträge, wo auch ganz klar wird, wohin bei Apple die Richtung gehen wird. Die eine Vortrag ist Building Better Apps with Value Types in Swift und der zweite Vortrag ist Advanced iOS Application Architecture and Patterns. Da kommt auch irgendwie sowas vor. Controlling State with Swift's Powerful Value Types. Da geht es auch wieder um Immutability. Die Talks kann man sich alle im Internet ansehen. Ich glaube, man braucht nicht mal einen Twitter-Account, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt ein bisschen mehr konkret. Value Types in Swift, oder besser gesagt Immutability in Swift, wird im Wesentlichen unterstützt durch drei Features. Man hat zum einen diese Value Types, also diese Werttypen im Gegensatz zu Referenztypen. Und der ganze Witz bei diesen Value Types ist, wenn man Value Types zuweist oder als Parameter übergibt, wird der Wert kopiert. Ja? Das ist, kopieren hört sich erstmal nicht so wahnsinnig effizient an. Wie man das effizient hinbekommt, ist, die machen da unter der Haube Copy und Write und dann funktioniert das auch in der Praxis ziemlich gut. Dann gibt es um solche Value Types hinzuschreiben, gibt es ein neues Konzept in Swift, das sind Structs. Das hört sich jetzt an wie so diese Structs in C. Das ist auch, denke ich, mit Absicht, dass ich das so anhört, aber die sind deutlich mächtiger und anders wie Structs in C. Nämlich die sind eher ähnlich wie Klassen.
Ja, man kann da Members natürlich reinschreiben, man kann aber auch Funktionen auf, in diese Structs reinmachen. Das ist eigentlich alles, fast alles erlaubt, was bei so einer Klassendefinition erlaubt ist. Nur mit dem wichtigen Unterschied, erstens, Structs sind anders wie Klassen, Value Types, also Klassen sind Reference Types, mach auch gleich noch ein Beispiel und zeig dir den Unterschied. Structs sind Value Types und es gibt bei Structs keine Vererbung, keine Aliase, keine Pointergleichheit, also meiner Meinung nach alle Dinge, die man bei Klassen eh nicht haben will. Was es gibt, ist Interface-Implementierung. Das gibt es auch für Structs und das ist auch sehr sinnvoll. Und neben Value Types und Structs, das dritte Ding, das dritte Feature, was in Swift drin ist und womit man gute Unterstützung für Immutability bekommt, ist, dass es jetzt ein Let-Konstrukt gibt, mit dem kann man Variablen definieren. Und damit wird eine Variable quasi, wenn sie einen Value Type hat, konstant. Ich habe hier Beispiele, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. In diesem Xcode Playground, das ist quasi der interaktive Interpreter, habe ich mal ein paar Beispiele gemacht. Ich lege erstmal eine Klasse an, also hier diese Klasse Dog. Das ist ein Referenztyp. Und wenn ich mir da hier unten, sieht den Cursor eigentlich hier, das ist ehrlich, ich markiere es vielleicht besser, wenn ich mir da unten hier jetzt einen Dog anlege, den Bello, und dann weise ich Bello seinem Zwillingsbruder Bello 2 zu. Und jetzt sage ich, ja, der Bello hat jetzt nicht mehr 4, sondern 5 Beine. Dann ist klar, der Bello, also hier kann man durch dieses Auge kann man immer in den Wert reinschauen. Also der Bello hat dann tatsächlich 5 Beine, haben wir die Zeit drüber gesagt. Aber dann, bevor wir die Zuweisung gemacht haben, hat es auch der arme Bello 2 auch 5 Beine. Also da haben wir eben, durch die Zuweisung haben wir ein Alias erzeugt und solche Alias sind in objektorientierten Programmen die Hölle und die Quelle von vielen, vielen Bugs. Genau. Vielleicht überspringen wir mal das Let und machen erstmal mit den Value Types weiter. Das ist, glaube ich, so geschickter. Wenn ich jetzt den nicht einen Hund, sondern eine Katze definiere und mir dafür aber keine Klasse, sondern ein Struct nehme und ich habe jetzt auch keine Beine mehr, sondern Ohren. Und ich lege dann hier eine Katze Kitty an und mache dann wieder die Zuweisung Kitty 2 gleich Kitty. Wenn ich jetzt der armen Kitty sage, sie hat jetzt 3 Ohren, dann ist das Nette, dass die Kitty 2 weiterhin 2 Ohren hat, weil, ich habe ja vorher gesagt, bei Value Types und bei der Zuweisung werden die Werte hier quasi kopiert. Na, das heißt, wir haben hier kein Aliasing, keine Probleme. Gucken wir uns noch kurz das Let an. Ich habe ja gesagt, das Let führt dazu, dass man bei Value Types quasi unveränderbare Werte haben. Das ist dann ganz relativ simpel, wenn man hier eine Katze Lulu anlegt und versucht dann, der irgendwie 4 Ohren zu verpassen, dann meckert der Xcode nach einer kurzen Zeit und sagt, Let, Lulu ist a Let Constant, kann ich nichts ändern. Ja, ist nicht erlaubt. Das Nette ist auch, wenn man Funktionsargumente hat, wenn ich jetzt hier eine Katze kriege und ich will da 20 Ohren verpassen, dann meckert der Xcode auch, das sieht man jetzt kaum, ich kann es kaum hochschieben, dann meckert der Xcode auch, einfach deswegen, weil Funktionsargumente per Default mit Let deklariert sind. Kann ich also auch nicht machen. Ich muss dann hier, wenn ich das machen will, muss ich irgendwie bar reinschreiben, dann geht's. Aber dann sollte ich, wenn man jetzt mal durchrechnet, eigentlich hier unten einen Fehler kriegen. Ach nee, das ist da unten auch okay, da gibt es wieder eine Kopie. Es ist alles gut. Gut, okay. So, also das sind jetzt die drei entscheidenden Konstrukte, die man in Swift zur Verfügung hat, um schön mit Immutability zu arbeiten. Ich gehe mal wieder zu den Folien zurück. Und Apple hat es tatsächlich auch ausführlich getan. In der Standardbibliothek von Swift gibt es viele, viele Structs, 87 und Enums, das sind auch Werttypen, aber es gibt nur noch 4 Klassen. Also auch, also Arrays, Dictionaries sind in Swift alles als Werttypen implementiert. Also daran sieht man eigentlich, wie wichtig das denn offensichtlich ist. Das ist ein Kernfeature in der Sprache. Demo-Time, das war das, was ich gerade gezeigt habe. Ich mache jetzt auch ein bisschen ein. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Gut, dann immer noch ein bisschen Live-Coding.
ich wollte noch ein bisschen einfach damit, ich habe so motiviert, was so das, die wichtigsten Feature von, was das wichtigste Feature eigentlich von Swift ist, und einfach um Ihnen noch ein bisschen Eindruck zu vermitteln, wie sich so Programmieren in Swift anfühlt, habe ich gedacht, ich mache jetzt so ein bisschen Live-Coding und zeige, wie man im funktionalen Stil so eine Library programmieren kann, die solche Diagramme malt. Ja, wenn man das, man möchte jetzt hier ein blaues und ein rotes Quadrat nebeneinander hinlegen und man möchte vielleicht dann auch irgendwann mal dran gehen und so eine grüne Kugel dazwischen legen. Wenn man das imperativ macht, so wie man es von imperativen Sprachen kennt, dann hat man vielleicht so einen Graphic-Kontext und kann dann hier irgendwie die Rechtecke malen, aber wenn dann jemand kommt und sagt, bitte die grüne Kugel dazwischen, na gut, dann malt man hier irgendwie die grüne Kugel dazwischen, aber man hat sich alles nach rechts verschoben und alles, was danach kommt, muss man irgendwie anpassen. Und das ist eigentlich das, was wir verhindern möchten. Das heißt, wir möchten Diagramme haben, die man einfach komponieren kann, ohne da irgendwie weiter im Kontext irgendwelche anderen Unterdiagramme noch verschieben zu müssen. Und das habe ich, da gibt es ein Buch, Functional Programming in Swift, von Althoff, Kugler und Zwirstra. Der war aber auch letztes Jahr hier auf der BOP. Und aus diesem Buch ist jetzt so ein bisschen, oder an das Buch angelehnt, ist es das nachfolgende Beispiel, wie man solche Diagramme funktional in Swift modellieren kann. Dazu habe ich hier auch nur so einen Playground vorbereitet. Der ist jetzt teilweise leer, den werden wir jetzt ausfüllen, und manche Sachen habe ich einfach auch schon in der Zeit vordefiniert. Gut, also, was wollen wir? Wir wollen Diagramme zeichnen. Beschränken uns mal auf zwei Formen von Diagrammen. Wir wollen zeichnen Ellipsen und Rectangles. Ne? Da kann man jetzt hier so Enums definieren in Swift. Die sind, werden wir gleich sehen, wesentlich mächtiger als reine Aufzählungstypen. Sie heißen einfach Enums, um es dem Objective-C-Programmierer ein bisschen gemütlicher zu machen. Aber eigentlich sind es, wie man es aus Haskell oder anderen funktionalen Sprachen kennt, solche algebraischen Datentypen. Ich kann jetzt hier nämlich nicht nur eine reine Aufzählung machen, ich kann auch sagen, ein Diagramm ist jetzt entweder was Primitives, was irgendwie eine Größe hat und eine Form, weil das einfach Kreis, Größe oder Lauf einer bestimmten Größe, oder ich kann zwei Diagramme nebeneinander setzen. Jetzt wird der X-Code meckern, weil wenn man so ein rekursives Enum macht, dann muss man hier indirekt hinschreiben. Oder ich kann auch zwei Diagramme untereinander legen. Oder ich kann damit irgendwas annotieren. Ja, wobei ich durch diese Annotation, ich mache mal wieder ein Enum dafür. Entweder kann ich mir die Fill-Color setzen, da gibt es aus der Coco-Library, das ist die Grafik-Library von Apple, gibt es ein NS-Color, das ist einfach ein Farbwert. Also ich kann mir die Diagramme füllen mit Fill-Color oder ich kann Alignment machen, und Align ist einfach Typ-Alias für einen Punkt, ja, wo einfach die X-Koordinate des Punkts sagt einfach das Alignment bezüglich der X-Richtung. Wobei 0 links ist, 1 ist rechts und 0,5 wäre dann Center, alles dazwischen, war dazwischen, und ähnlich für die Y-Koordinate. Also, relativ einfaches Datenmodell für zugegebenerweise auch relativ einfache Diagramme, aber jetzt um zu zeigen, wie man so mit Swift umgeht, tut es das. Also hier ist die Message, man hat in Swift ganz normale algebraische Datentypen und kann die auch rekursiv definieren. Ja, Frage? Wie ist denn das mit der Groß- und Kleinschreibung? Alle Fälle groß geschrieben, so wie in Haskell, oder kann man hier auch klein machen? Ich glaube, man kann es auch klein machen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von Haskell gewöhnt und habe es noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube, er wird nicht meckern. Nee, der wird nicht meckern. Das würde mich stark. Ja, also, kann es auch klein machen. Aber ich. Da ist der Haskell so intus, dass ich das noch. Genau, okay, gut. Also, damit kann man jetzt mal anfangen und irgendwie ein blaues Quadrat aufschreiben. Man muss immer dieses Diagramm davor setzen, damit er weiß, woher er es nimmt. Also blaues Quadrat annotated ist jetzt hier, wir wollen die Fill-Color setzen.
und wir wollen die aus blau setzen. Und das Diagramm selber ist jetzt ein primitives Ding. Mit einer Größe und einem Rechteck als Form. So, ja gut. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? So. Gut. Okay, das ist ein bisschen, ja. Was ist passiert? Da muss man auch wieder qualifizieren. Also ist deswegen auch alles ein bisschen länglich, deswegen. Yes, it's a strip here. Genau, so, jetzt passt's. Was man dann häufig macht, man definiert sich, weil es doch ein bisschen länglich ist, auch dass da das Diagrammpunkt davor stellen muss, dann definiert man sich in funktionalen Sprachen häufig sogenannte Kombinatoren, in objektorientierten Sprachen nennt man die Smart Constructors. Ist eigentlich egal, wie man sich die lieber nennt. Und das machen wir jetzt hier auch. Dann sehen wir nämlich mal auch, wie Funktionen definiert werden. Square, also ein Quadrat mit halt nur eine Seite. Und liefert dann ein Diagramm zurück. Das ist quasi der Funktionsheader und dann im Rumpf. Was machen wir im Rumpf? Können wir eigentlich das hier kopieren? Return dieses Ding und müssen dann hier noch vielleicht die 1 durch die echte Größe ersetzen. So, das war's. Dann wollen wir noch einen Circle zeichnen können mit einem gewissen Radius. Und wir wollen vielleicht auch noch ein Rechteck zeichnen können. Das kopieren wir auch. Ja. Das brauchen wir nicht. Gut. So, damit wird es ein bisschen bequemer. Und ich habe jetzt hier unten, weil es sonst vielleicht ein bisschen arg langweilig wird, noch weitere solche Smart Constructors oder Kombinatoren definiert, um Fill Color und Alignment zu setzen. Und was wir hier sehen, das ist vielleicht noch interessant, man kann das auch sagen, man kann die Funktion nicht nur als Top-Level-Funktion definieren, sondern man kann sie auch als eine Extension auf dem Diagramm eben definieren. Und dann kann man wenn man gleich sehen, kann man die Dot-Notation verwenden. Das sehen wir gleich, wie das dann aussieht. Man kann halt Diagram.fill schreiben und muss nicht fill, Klammer auf, Diagram schreiben. Das fühlt sich deutlich natürlicher an. So, man kann auch in Swift hier Operatoren definieren. Die habe ich auch schon mal hier vordefiniert. Ja, da kann man auch die Assoziativität angeben und man kann hier Symbole verwenden. Ich habe jetzt hier mal so pipe verwendet für nebeneinander und 3 Striche für untereinander. Gut, jetzt sollte ich vielleicht hier noch kurz sagen, dass er tatsächlich dieses Markup, das ich da in den Kommentaren habe, auch rendern soll. Dann sehen wir nämlich auch hier jetzt mal, also hier waren wir gerade, und jetzt zeigt der Xcode hier auch an, welche Diagramme wir jetzt mal einfach beispielhaft aufschreiben wollen. Das Red Square ist einfach Square und wir sehen auch irgendwie, das Blue Square war Seitenlänge 1, das ist also irgendwie relative Länge, deswegen nehmen wir jetzt mal Seitenlänge 2, das ist doppelt so groß. Und jetzt kann man diese Dot-Notation verwenden, das ist deswegen, weil wir diese Extension gemacht haben, kann man jetzt Fill schreiben und NS Color Red Color dann hier setzen. Damit haben wir das rote Quadrat definiert, der grüne Circle ist auch ziemlich einfach, der hat Radius 1 und wird jetzt mit der grünen Farbe gefüllt. Und jetzt das Sample Diagram 1a, das ist das hier. Das ist ganz einfach, das ist nämlich einfach
Blue Square, das war ganz oben definiert. Und dann rechts daneben das Red Square. 2b ist dann dieses Ding, wo noch dieser Kreis dazwischen ist. Und jetzt sehen wir eigentlich schon ganz schön, wir können uns einfach die, das Blue Square neben dem roten Square kopieren. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen hier den Green Circle noch reinmachen. Wir müssen am Red Square nicht irgendwie irgendwas ändern, sondern wir können es einfach funktional kontrollieren. Und Sample Diagram 2 ist dann noch mit diesem Magenta-Strich. Aber das lassen wir jetzt vielleicht einfach mal der Ding auf jeden Fall aus Zeitgründen weg. Gut, weil, was ich auch immer noch zeigen will, wie macht man jetzt denn so Funktionen über solche algebraischen Datentypen? Und man macht es so, wie man es in funktionalen Sprachen macht, man macht eigentlich nur Fallunterscheidung. Und als Beispiel habe ich hier mal, möchte ich gerne die Größe definieren. Also man will die Größe eines Diagramms ausrechnen, das braucht man tatsächlich nachher auch zum Zeichnen. Ich definiere das wieder als so eine Extension, damit ich wieder diese Punktnotation verwenden kann, das ist Geschmackssache. Ja, also jetzt definiere ich eine Größe Size, sie nimmt auch keinen Parameter, weil das ist dann immer dieses Self-Argument, was implizit da ist, wenn man es als so eine Extension definiert. Gibt dann eine Size zurück. Und jetzt mache ich einfach Fallunterscheidung, das geht hier in Swift über dieses Switch. Und jetzt habe ich Case Primitive. Wenn ich ein Primitive habe, da ist halt netterweise schon eine Größe da. Ja? Also Sie sehen, man kann dann mit diesem Let bindet man sich innerhalb von so einem Pattern auch Werte, genauso wie man es in anderen Sprachen, anderen funktionalen Sprachen machen kann. Damit ist der primitive Fall abgehandelt. Beside. Also beside, holen wir uns links und rechts. Ja, was machen wir jetzt? Wir holen uns die Größe des linken Dings und die Größe des rechten Diagramms, indem wir einfach die Funktion rekursiv aufrufen. So, jetzt haben wir sie nebeneinander. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir machen eine neue Größe. Genau, gut. Einfach die Breite ist die Addition und die Höhe ist einfach das Maximum. So. Jetzt habe ich hier noch irgendwo Blödsinn gemacht. Hier ist das Blatt falsch. Gut. Ich kopiere jetzt mal einfach hier den Code für Below, weil es sehr ähnlich ist. Ich lasse es einfach mal left und right, obwohl es eigentlich top und bottom ist. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen hier das Maximum, glaube ich, nehmen und hier das Maximum wegmachen und stattdessen ein Plus. Hoffentlich stimmt es jetzt so, aber ich glaube, das passt. Und dann haben wir noch einen Fall, bei so einem annotierten Diagramm, aber die Annotation ändert nichts an der Größe, deswegen interessiert uns auch die Annotation gar nicht, sondern wir rufen einfach auf dem annotierten Diagramm rekursiv Size auf und sind damit fertig. Okay, also, wie man es aus funktionalen Sprachen gewohnt ist, kann man auch in Swift rekursive Funktionen über solche algebraischen Datentypen definieren. Das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesem Case und dem Punkt davor und dann sich Variablen mit Let bindet, aber ist es auch nicht, was einen wirklich Stress macht. So, Zeichnen funktioniert dann ganz ähnlich, ist auch wieder eine rekursive Funktion.
Die habe ich hier mal auch schon definiert, weil sie ein bisschen länglich ist, aber hier macht man auch wieder Fallunterscheidung. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ich habe wahrscheinlich irgendwas hier vergessen. So. Ah ja, ja, genau, ich habe hier das bis. So. Also Fehlermeldungen sind auch verbesserungsbedürftig, muss man eigentlich zugeben. Aber so, also Zeichen funktioniert eigentlich genau gleich wie die Größenberechnung, oder also gleiches Prinzip, gleiches Muster. Wir machen Fallunterscheidung und benutzen dann halt hier solche Grafikprimitive, CG, Context, Fill, Ellipse, Rect und so weiter. Und müssen noch ein bisschen mit den Größen rumrechnen, aber das ist jetzt nicht das, was wirklich spannend ist. Aber wir sehen auch hier, wir rufen auch zum Beispiel die im Resultvoll berechnen wir einfach quasi die Bounding Box vom linken und vom rechten Ding und rufen dann für diese beiden Bounding Boxen Draw rekursiv auf links und rechts auf. Also ist auch kein Hexen mehr irgendwie. Und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen vorbereitet, wie man die tatsächlich dann mal anzeigen kann. Das Diagramm, Sample Diagramm 2 haben wir nicht definiert, deswegen kommentiere ich jetzt wieder, mal aus. Da haben wir so eine kleine Hilfsfunktion geschrieben, indem wir so ein Diagramm zeichnen kann, tatsächlich um es dann anzugucken in dem Grafikkontext. Und jetzt kann man hier wieder, so wie wir es vorher auch gemacht haben, uns mal unser Sample Diagram 1A angucken. Ja, dann zeigt einem der Xcode das hier so eben an, sieht so aus, wie es aussehen soll. Und das 1B sieht sehr ähnlich aus. Also sieht genauso aus, wie wir es haben wollen. Sagen wir mal so. Gut, ja, dann. Jetzt bin ich auch hier mit dem Live-Coden fertig. Gibt es da, wenn ich jetzt gerade im Xcode bin, noch irgendwie Fragen? Ja, keine Fragen, fühlt sich an wie, man fühlt sich zu Hause als funktionaler Programmierer. Also es ist jetzt nicht irgendwie, manchmal so ein bisschen, warum machen wir das so, aber es ist eigentlich nicht irgendwie, dass man sich da in einer ganz anderen Welt fühlt. Genau, das war es eigentlich dann auch schon. Was man so mitnehmen sollte, funktionale Programmierung ist tatsächlich auch bei den großen Firmen in den Programmiersprachen deutlich angekommen. Da sind viele, viele Features davon drin. Ich habe vorher geschrieben, wer aufmerksam ist, ich habe vorher geschrieben, funktionale Programmierung wird Mainstream, aber hier habe ich. Ich glaube, es war eher mehr ein Versehen, aber ich habe es auch drin gelassen. Das Slide hier mit dem geschriebenen funktionalen Programmierung ist Mainstream, weil so ganz so falsch ist es nicht. Also Swift ist die Sprache von Apple. Apple hat zwar immer gesagt, ja, wir werden Swift und OpenBSD parallel pflegen, aber wer Apple kennt, weiß, dass haben sie bisher nie lange durchgehalten, sich versprechen, Sachen parallel zu pflegen. Die werden OpenBSD absägen, also das war eine Prognose. Aber ich glaube nicht, dass es OpenBSD noch wahnsinnig lang geben wird, also natürlich schon noch eine Weile, weil es eben viele Applikationen gibt in OpenBSD, aber ich vermute, dass die Unterstützung für OpenBSD graduell zurückgeben wird und Apple wird, sieht man auch in den neuen APIs, die sind alle auf Swift getrimmt, also Swift ist die Sprache, mit der in Zukunft eigentlich alle Devices von Apple graduell zumindest programmiert werden. Und Sie haben jetzt gesehen, in Swift sind ganz schön viele funktionale Techniken drin. Genau, also wer Lust hat, ein bisschen mit Swift rumzuexperimentieren, das ist wirklich ganz nett mit diesem Xcode und dem Playground, da kann man eigentlich mehr oder weniger direkt loslegen und man bekommt wie mit so einer interaktiven Programmierumgebung ziemlich schnell Feedback. Ja, also ist wirklich eine nette Sache. Die Fehlermeldungen sind an manchen Stellen noch ein bisschen rudimentär, aber langsam. Es war schon viel schlechter, es ist schon deutlich besser geworden und schützt auch nicht mehr ab, der Xcode und sowas. Also, man kann damit wirklich ein bisschen Spaß haben. Okay, danke. So, wir haben Zeit für Fragen. Was mich bei neuen Sprachen interessiert,
wie ist die Performance und was läuft, wie ist das von der Technologie her, ist so eine Virtual Machine oder? Also Performance kann ich, nicht wirklich was zu sagen, weil wir es noch nicht im produktiven Einsatz haben. Also bei uns im Produkt haben wir relativ große Objective-C, Code-Basis. Und also ich denke, seit kurzem hätten wir es mal angehen können, dass wir da zumindest Teil auch mit irgendwie Swift umstellen, aber so richtig Rewriting ist, war jetzt bei uns auch kein Bedürfnis da. Also da haben wir jetzt noch keine produktiven Erfahrungen, wie es mit der Swift Performance sein soll, deswegen kann ich nur sagen, was. Also ich habe nicht selber gemessen, aber sie soll wohl sehr ordentlich sein. Also kann ich sozusagen nur so ungefiltert weitergeben. Was war die zweite Frage? Achso, ob's wie ist denn das? Ich glaube, die kompilieren über LLVM. Genau, also. Andere Fragen? Ist es sehr Apple-spezifisch oder kann man da auch auf Nicht-Apple-Geräten damit was sinnvoll anfangen? Also vermutlich kann es kompilieren, aber ist das angedacht? Oder ist also. Apple hat jetzt eigentlich, sie werden es als Open Source auch releasen, die Sprache. Ich bin jetzt aber nicht ganz informiert und ich weiß gar nicht, ob sowas schon feststeht, ob man weiß. Also das eine ist eine Sprache als Open Source releasen, das zweite ist, wie viel von der Standard Library kriegt man halt mit. Also ich meine, die Coco Library werden sie sicherlich nicht als Open Source releasen, das vermute ich mal nicht. Also wahrscheinlich die Swift Standard Library mit den Dictionaries und Arrays. Also ich denke, wenn man das tatsächlich auf Linux oder auf Windows oder so verwenden will, kann man auf jeden Fall Programme drin schreiben, wenn es dann Open Source ist. Aber wie gut da die Library-Unterstützung sein wird und deswegen auch wie realistisch ist, dass man mal ein größeres Projekt damit macht, das weiß ich jetzt einfach nicht. Das wird sich dann zeigen. Zweite Frage? Mich interessiert, die Zusammenarbeit mit Objective-C, weil es ja doch viele Applikationen noch Libraries in Objective-C gibt. Gibt es eine Schnittstelle von Swift? Oder? Ja, also man kann auf jeden Fall, was gut funktioniert, ist aus Swift Objective-C-Funktionen aufrufen. Also meine ganze Coco-Library ist ja sehr viel Objective-C natürlich implementiert. Was wohl ein bisschen trickreicher ist, was anderes machen will. Also wenn man aus Objective-C Swift aufrufen will, Wenn das jetzt portiert wäre, jetzt nach Linux oder Windows, was wäre jetzt der Vorteil von Swift gegenüber anderen Programmiersprachen, weswegen man jetzt auf Linux Swift verwenden möchte? Anstatt von Haskell oder Clojure oder. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man da einen unschlagbaren Vorteil hat. Also klar, unter Apple ist der unschlagbare Vorteil, diese riesen Library. Ich denke jetzt mal auf anderen Plattformen, weiß ich nicht, vielleicht entwickelt sich ja Apple zu Open Source Company und so liest dann auch Coco, das wäre natürlich nett, aber weiß ich nicht, ob das stattfinden wird. Genau. Aber also für auf der Apple-Plattform ist natürlich schon ein deutlicher Schritt. Objective-C jetzt mit Swift, das ist schon eine wesentlich nettere Sprache. Okay, dann gibt es gerne mal eine Frage und was vielen Dank für die Antworten. Der Abschlussveranstaltung, die ist hier in dem Raum, deswegen bitte ich euch einfach hier drin zu bleiben. Die anderen von den beiden, wenn die fertig sind, kommen die hier rüber und dann gibt es noch das Gespräch zum Schluss. Vielen Dank.